König Charles gewährt Lilibet und Archie ihren royalen Titel. König Charles III. Sieht wohl über den Zwist mit Prinz Harry hinweg. Der britische Monarch und sein Sohn haben nicht das beste Verhältnis zueinander. Seitdem Prinz Williams Bruder seine royalen Pflichten an den Nagel gehängt hatte, hing der Haussegen im Königshaus schief. Wegen ihres schwierigen Verhältnisses bangten Herzogin Meghan und ihr Mann, dass ihre Kinder möglicherweise außen vor sind. Doch nun soll Charles zugestimmt haben, dass Archie, 3, und Lilibet Diana, 1, die royalen Titel tragen dürfen. Wie Radar Online erfahren haben will, soll die königliche Fehde eine überraschende Wendung genommen haben. Der Monarch soll Harry und Meghan zugesichert haben, dass seine Enkel ihre royalen Titel tragen dürfen. Das Gespräch soll aber bereits vor einem halben Jahr stattgefunden haben, kurz nach der Beerdigung von Queen Elizabeth II. Wie ein Insider berichtete, soll es Charles niemals in den Sinn gekommen sein, seine Enkel derartig zu bestrafen, indem er ihnen ihren Titel entziehe. Vor wenigen Tagen wurden die Namen von Lilibet und Archie endlich auf der offiziellen Seite des Buckingham Palace mit dem Prinzessinnen- und Prinzentitel ergänzt. Die Titel der Kinder sind ein Geburtsrecht, seit ihr Großvater Monarch wurde, stellte der Sprecher von Harry und Meghan klar und merkte an. Diese Angelegenheit ist seit einiger Zeit in Übereinstimmung mit dem Buckingham-Palast geregelt.